Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu meinem neuen Video. Leute, heute stelle ich euch ein paar neue Klamotten vor, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Also wird das Video hier so ein kleines Fashion Pack Opening. Und ja, Leute, ich habe einige Sachen gekauft, meines Erachtens sogar zu viel Sachen. Checkt mich auf Instagram ab, Leute, hier unten eingeblendet. Dort poste ich meist Bilder mit den Klamotten. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir reden nicht so viel rum und fangen einfach an. Das erste Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe, ist dieser Windbreaker von H&M, Leute. Ich bin mit der Kapuze am Start. Leute, dieser Windbreaker ist meiner Meinung nach sehr, sehr fresh. Ich habe ihn bei H&M einfach zufällig gesehen und habe ihn mir dann einfach gekauft. Der war sehr günstig, der hat 35 Euro gekostet. Ich bin echt positiv überrascht über die Qualität. Ich werde ihn auch kurz anziehen. So, Leute, das ist auf jeden Fall der Windbreaker. Der Windbreaker hat hier so eine kleine Tasche am Start, die Platz hat für viele Wertgegenstände. Zum Beispiel Schlüssel, Portemonnaie, alles mögliche passt da irgendwie rein bei mir. Hier ist auch noch so ein Zipper, also so ein Half-Zip, wie man das auch bei Windbreaker kennt. Der ist auf jeden Fall wasserabweisend, was mir sehr gefällt bei dieser Regenjacke. Da wir in Hamburg immer Regenwetter haben, ist das sehr praktisch. Der Preis lag, wie gesagt, bei 35 Euro. Und mit 35 Euro macht ihr bei so einer Jacke auf jeden Fall nichts falsch. Der Link von dieser Jacke ist in der Beschreibung. Ich packe euch generell zu jedem Kleidungsstück, was ich im Internet finde, einen Link in die Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Piece. Als nächstes habe ich mir eine Jogginghose geholt, oder besser gesagt Trainingshose von Adidas, aka Manchester United. Ich feiere Manchester United generell sehr, sehr doll. Und ja, Leute, die Hose hat mich auf jeden Fall gecatcht, da sie sehr günstig war. Die hat mich 35 Euro gekostet von 55. Und ja, die ist sehr luftig gewesen und ihr kennt das, Leute. Man kann nie genug von solchen Jogginghosen haben. Die ist auf jeden Fall grau und hat hier einfach weiße Streifen. Gehen wir einfach zum nächsten Piece. Als nächstes habe ich mir zwei neue Schuhe von Adidas gekauft und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den wenig spektakulären Schuhen an. Und zwar wäre das der Adidas Calabasas Power Face oder besser gesagt der Yeezy Power Face. Und ja, ich habe ihn mir auf jeden Fall gekauft. Dazu kann ich auch eine kleine Story erzählen. Ich war mit Leon unterwegs und er meinte dann plötzlich zu mir, Mahan, lass mal zu Snipes gehen, da gibt es bestimmt noch den Yeezy Power Face noch. Und ich dachte, der Schuh wäre sofort ausverkauft gewesen. Man könnte das Kaufrecht auch nur bekommen, wenn man sich bei einem Raffle anmeldet. Deswegen dachte ich, nein, niemals. Ist einfach noch so da. Und dann waren wir bei Snipes und da hat Leon einfach mit dem Verkäufer ein bisschen geredet und der Verkäufer sagt mir dann einfach, dass sie den Schuh in jeder Größe noch vorrätig haben. Dann habe ich mir den einfach gekauft. Ich finde, der Schuh sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Ich feiere diese goldene Calabasas Schrift hier. Generell die Farbe an sich finde ich auch richtig fresh. Bloß der Schuh hat, finde ich, keine so gute Qualität. Das Leder ist auf jeden Fall sehr weich und ich finde, der Schuh ist nicht so gut verarbeitet worden. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber einige Fäden sind einfach schon jetzt lose. Die Qualität ist auf jeden Fall nicht so gut, wie ich es am Anfang gedacht habe. Aber trotzdem, Leute, der Schuh sieht sehr schön aus und ja, 120 Euro geht eigentlich auch noch, meiner Meinung nach, ganz fit noch für so einen Schuh. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Schuh. Als nächstes hätte ich den neuen NMD Human Race aus dem Holy Festival Pack. Leute, für den Schuh habe ich 6 Stunden vorm Laden gewartet. Dazu habe ich auch einen Vlog gedreht, der ist hier oben eingeblendet. Zum Schuh hatte ich auf jeden Fall noch so eine Ersatzschleifen am Start, die schwarz sind. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich hatte mir schon ein NMD gekauft und ich war da sehr zufrieden mit der Bequemlichkeit. Und bei den Schuhen ist es auf jeden Fall nicht anders. Die sind auch so bequem wegen der Bußsohle. Und generell, Leute, ich finde diese Schuhe sehen so nice aus. Diese Schrift einfach und diese lila Akzente sind einfach richtig fresh. Der Retailpreis von diesem Schuh liegt bei 250 Euro. Resale, glaube ich, kostet da um die 300 bis 350 Euro. Es kommt auf die Größe an, Leute. Ich würde euch empfehlen, bei Kleiderkreise nachzugucken, wenn ihr den Schuh haben wollt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den Schuh eine bis eine halbe Größe kleiner zu kaufen. Ich habe mir den Schuh in der Größe 42 2 Drittel gekauft und Leute, der Schuh ist mir ein bisschen zu groß, was normalerweise bei Adidas Schuhen bei mir nicht der Fall ist. Deswegen gebe ich euch den Tipp, Leute, macht nicht den Fehler wie ich, kauft den Schuh euch eine halbe bis eine Größe kleiner. Ich habe ein Video gedreht, wie ich den Schuh bekommen habe, also ein kleiner Camboard Vlog. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ist hier oben eingeblendet, könnt ihr euch nach diesem Video angucken. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zum letzten Piece und meiner Meinung nach zum schmerzhaftesten Piece.
Ich habe dieses Kleidungsstück, besser gesagt Accessoire, schon länger im Blick gehabt. Und Leute, ich wollte es einfach haben. Ich wollte es einfach jetzt haben. Aber dieser Preis, Leute, dieser Preis ist so schmerzhaft gewesen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so viel. Für den einen oder anderen ist es zu viel. Und Leute, ich bin ehrlich, es ist viel. Es ist wirklich viel. Und wie soll ich es sagen? Es ist einfach Hassliebe. Es ist Hassliebe, ehrlich, Hassliebe. Du weißt, es ist eigentlich falsch, aber du holst es dir trotzdem, weil du es einfach liebst. Du möchtest es einfach haben. Und ja, ich zeige euch mal ganz genau, was ich mir geholt habe. Hier ist die Gucci-Tüte, Leute. Kommt uns dann als erstes die Rechnung entgegen von Gucci. Und dann haben wir hier ein Dustbag. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß vielleicht schon, was sich in diesem Dustbag befindet. Und ja, Leute, es ist einfach eine Cap. Gucci. Und zwar ist es die Cap mit den zwei Tigern hier. Und Leute, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach so ein Ding gewesen, was ich schon länger haben wollte. Ich finde einfach, das sieht sehr, sehr schön aus. Die Cap hat auf jeden Fall noch coole Details. Zum Beispiel dieser Gucci-Streifen hier, der als Verschluss dient. Generell, die Cap hat auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Also das kann man auf jeden Fall noch erwarten bei dem Preis. Und ja, Leute, das ist die Cap. Ich muss sie noch etwas knicken. Mache ich aber später in Ruhe. Und ja, ich finde, die Cap sitzt auf jeden Fall perfekt. Also im Gegensatz zu meiner Stone Island Cap fühlt sich die Cap auf jeden Fall viel, viel angenehmer an. Ich weiß nicht warum, aber dieser Verschluss bei meiner Stone Island Cap nervt mich sehr doll. Das fühle ich richtig an meinem Kopf. Im Großen und Ganzen bin ich ehrlich sehr doll zufrieden mit dieser Cap. Und ja, Leute, das war's mit dem Fashion Unboxing oder besser gesagt Fashion Pack Opening. Könnt es nennen, wie ihr wollt. Schreibt mal eure Meinung zu den einzelnen Klamotten in die Kommentare. Welches fandet ihr am besten? Welche fandet ihr am schlechtesten? Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mich auf Instagram ab, hier unten eingeblendet. Und ja, ich würde nur noch sagen, skis, skis.